Schönen gut, meine Lieben, da sind wir wieder. Und wir sind ja auf dem Weg wieder zurück in die Tiefen. Oder sind wir auf dem Weg zurück nach André? Nach André brauchen wir jetzt einfach noch nicht, weil ich da einfach noch nicht genug... Achso, mit der Frau wollte ich nochmal reden. Genau, wir haben jetzt mit allen hier gesprochen wieder. Das ist auch gut so. Jetzt können wir hier mit denen auch noch quatschen. Mit dem haben wir schon gequatscht. Was hast du uns denn zu erzählen? Ja, richtig. Und der wird uns auch nichts anderes erzählen. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Ja, ja. Du siehst auch nicht viel besser aus. Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico, too. I can't very well abandon them now. Nein, man lässt seine Kollegen nicht im Stich. Oh, it's you. We're to leave momentarily. The catacombs aren't exactly my idea of a good time, but what can one do? I do hope we meet again. Rary or not. Ja, wir werden uns wiedersehen, mein Freund. Oh, it's you. We're to leave. Alles klar, das hatten wir schon. So, und bei dem hatten wir schon alles geredet. Weiß ich nicht. Rhea is the youngest daughter of the good House of Thurland. Those young knights are her old schoolmates. But I'm not sure what to make of them. I'm afraid they may be a bad influence. Ja. Rhea is the youngest daughter, but I'm not sure. I'm afraid. Er sagt uns nur, wer das ist. Come again. Ja, wir kommen wieder. So, jetzt können wir noch mit ihr quatschen. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Ja. Ich habe es leider nicht gelesen. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Genau. Also die Kleriker sind... Did I not explain the urgency of our... Or are you... Ja. Die Kleriker sind ein komisches Volk, sag ich mal. Die sind manchmal so ein bisschen unfreundlich, aber dann am Ende doch irgendwie einsichtig, sag ich mal. So, und jetzt gehen wir wieder den Weg zurück, den Altbekannten. Ja, es ist halt viel hin und her gerenne auch schon mal, ja. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Weil doch auf jedem Weg irgendwie was Neues ist. Also, man kann mal was Neues erfahren oder man... Man kann irgendwie feststellen, dass der einfachste Weg trotzdem zu einem schweren Weg werden kann. Immer wieder. Weil es immer darauf ankommt. Ach scheiße. Nicht weil es immer darauf ankommt, sondern weil, es passiert immer was anderes. So wie jetzt zum Beispiel. Das Ding hat uns, glaube ich, noch nie getroffen. Und, das hat uns schon mal getroffen. Aber immer irgendwie ist was anders. Weißt du, was ich meine? Ich kann das so schlecht erklären, ey. So, weg mit dir. Wir wollen jetzt zurück in die Tiefen und da unsere Aufgabe erledigen. Jetzt haben wir hier den Kollegen am Arsch. Zack. So, lass mal was fallen, ey. Also, wie gesagt, die Menschlichkeit, die man da oben hat, soll ja mir helfen, irgendwie, dass man, ein bisschen was mehr findet und so weiter und so fort. Und das ist auch wichtig für meinen nächsten Schritt, sozusagen, für mein nächstes Farmen. Damit die ganz viel fallen lassen. Und was noch sehr wichtig dafür ist, ist halt dieser Feuerball. Weil es einfach schneller geht, ja. Es geht einfach sehr, sehr viel schneller. Also jeder, ich glaube, man muss diesen Handschuh gar nicht aufwerten. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Moment, ich habe 1000 Seelen. Da werde ich mal eben hier, wir kriegen noch genug Seelen durchs Farmen schon alleine. Deswegen, wenn ich schon mal 1000 habe, werde ich mir mal einen davon kaufen, wenigstens. So. Oh, sie mag uns, da freue ich mich natürlich. Ich freue mich immer, wenn man mich mag. Das kommt so selten vor. Nee, Quatsch, aber auf jeden Fall, brauche ich halt ein bisschen, ein paar Sachen da von den grünen, von diesen kleinen Viechern da.
Und die sind halt wirklich feueranfällig und die sterben schon nach einem Hit, wenn du da das Feuerchen hast. Und das ist halt die Sache, warum ich das mache. Warum ich hier vorher hingehe. Nein! Alter Schwede, du. Da hat mich das Ding doch hier glatt fast gekillt. So. Jetzt müssen wir halt den ganzen Weg nochmal zurück. Da eben durchgelatscht. Ist ja auch nicht weit. Nicht wirklich. Naja, das war nicht ganz richtig. So. Da geht's weiter. Zack. Was wir machen können, nachdem wir hier die Kollegen weggemacht haben. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Das einzige Problem, was ich sehe, was ich wirklich sehe, ist nämlich, man kann jetzt hier runtergehen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber falsche Richtung, ne? Ja, da geht's lang. Das einzige Problem, man ist jetzt auf der anderen Seite, ja? Also an den da gehen wir jetzt erstmal vorbei. Den lassen wir auch da hängen. Wissen wir ja, da oben kommt einer runter. Wenn man nicht aufpasst. So. Das einzige Problem, wir sind jetzt hier von der anderen Seite. Das heißt, von dieser Seite können wir nicht einfach so da durchlaufen. Ne? Also nicht, dass ihr euch da irgendwie vertut. Man kann hier, man muss hier so ein bisschen am Rand sich bewegen. Ich glaube, selbst dann wird man noch irgendwie erwischt. Ja, sehr schön. Hoffentlich haben wir genug Leben. Seht ihr, die machen ein ganz schön fertig. Ja, schade. Das war wohl nichts. Nun ja, seht ihr, wie viel Schaden die machen? Die sind ganz schön böse, ja. Also da muss man echt aufpassen. Und ich glaube, wir waren nicht ganz voll. Das war das Problem. Jetzt sind wir schon wieder hier. Was soll's? Hier haben wir alles erledigt. Und ja, müssen wir hier nochmal durch. Was soll's? Ist halt so. Also manchmal läuft's und manchmal eben nicht. So, das ist halt das Spiel, ne? Das ist halt Dark Souls. Wie es leibt und lebt. Quasi. Ja, jetzt haben wir mit den ganzen Klerikern geredet und so weiter und so fort. Und die Sache ist, man kann da mit den Klerikern. Hier wird man alle nochmal wieder treffen. Das ist schon mal so. Und so. Ist jetzt runtergefallen? Nee, leider nicht. So, zack. Ey! Ich glaube, es hackt. Lass mich wohl verarschen, was? So, dann geht's hier hoch. Die werden wir alle nochmal wieder treffen, wollte ich sagen. Und ja, sehen wir mal, wie es weitergeht mit den Vögeln. Den Vögeln. Er hat Vögeln gesagt. So, das Problem ist nämlich jetzt, dass wir da diesen Weg halt andersrum machen und wenn wir nicht ganz voll sind, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich noch ein bisschen wenig Leben habe, ich weiß jetzt nicht genau, was die abziehen. Also man sollte halt wirklich versuchen, dass die Dinger einem nicht auf den Deckel fallen, ja. Das wäre das Beste. Und das wollen wir natürlich auch irgendwie hinkriegen. Nach Möglichkeit. Ja gut, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn man da fällt, aber ist ja nicht nötig, ne? Warum auch? So, wir gehen wieder runter und gucken mal, dass wir ans Leuchtfeuer kommen. Schnauze. Alter, du, dir geht's doch wohl nicht gut, oder? Ich hab doch geblockt. Zack, weg. Also wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir gerade fast nichts also bis vor kurz vor Schluss hätten wir das überlebt. Und ich glaube, wir hatten nicht ganz volle Energie. Das war das Problem. Wie gesagt, man muss halt wirklich gucken, dass man hier oder versuchen zumindest, dass man immer irgendwie voll ist. Und das werden wir gleich machen. So.
My Lovelies. So, den Kollegen können wir da stehen lassen. Scheißegal, hör mal. Hier sind wir wieder unten. So, jetzt machen wir den Fehler eben nicht. Jetzt trinken wir einen Schluck vorher. Und wir haben schon wieder eine Menschlichkeit da gesammelt irgendwo. Ah ja, den habe ich wieder fast vergessen. Machen sie es gut. Ist mir jetzt egal, ob die was fallen lassen. Die haben halt nichts Tolles. Das ist die Sache. So, da vorne müssen wir so einen kleinen Umweg machen. So. So, und schon sind wir auf der anderen Seite. So, und jetzt wollte ich euch mal eben zeigen. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz schnell was. Jetzt gehe ich nämlich immer hier rein. Weil ich jetzt hier das farmen werde. Wie gesagt, ich werde ein paar große Scherben farmen, damit wir unser Schwert halt wieder aufwerten können. Und auch ein paar grüne Scherben, damit wir unser Schwert mal irgendwann umwandeln können. Aber das seht ihr dann bei angemessener Zeit, sage ich mal. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Ich gehe hier los, ne? Wie gehabt. Dann steht ja da vorne der kleine Lümmel. Den haue ich erstmal weg. Und dann gehe ich hier lang. Renne hier einmal durch. Gehe hier um die Ecke, hau da eben zu. Da steht nämlich immer einer. Den kennen wir ja schon. So, und wie gesagt, alle Kollegen sind wieder da. Dann wechsle ich auf meinen Handschuh. So. Und Bums. Ihr seht, die sind einfach nur One-Hit. Also es geht ratzfatz hier, wenn ihr hier farmen wollt. Manchmal sterben auch zwei mit einem Feuerball. Also es ist wunderbar. Der hat auch was fallen lassen, das ist noch besser. So, dann kann man die schön hier einfach wegbrätseln. Zack. Und dann war es das auch schon. Das sind 7 Stück oder 6, ich weiß es nicht. So, das, was die hier fallen lassen, sind große Scherben, wie ihr seht. Oder halt auch grüne Scherben. Und das mache ich jetzt hier 5 Jahre lang und dann habe ich genug Scherben zusammen, um mir unser Schwert hier aufzuwerten und so weiter und so fort. Und dabei kriegen wir auch ein paar Seelen. Naja, gut. Kann man immer gebrauchen. Das macht uns halt nur stärker und mir macht das Ganze ein bisschen einfacher und so soll es sein. Und da ich jetzt leider eine kurze Folge habe, aber ist ja egal, die letzten waren dafür ein bisschen länger, ist halb so wild, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.